Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Schönen guten Abend. Es gibt zwar bislang noch keine Gefechte zwischen Bodentruppen, aber die Sorge ist groß, wohin die Eskalation im israelisch-libanesischen Grenzgebiet noch führen könnte. Auch heute wieder startete Israel eine massive Angriffswelle gegen Stellungen der islamistischen Hisbollah-Miliz mit mehreren Toten und Verletzten. Dabei wurde erneut in der Hauptstadt Beirut ein hochrangiger Hisbollah-Anführer gezielt getötet. Zehntausende Menschen fliehen aus der Grenzregion, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber auch die Hisbollah feuerte erneut Raketen auf den Norden Israels ab. Die meisten Geschosse wurden von der israelischen Luftabwehr abgefangen. Simon Riesche fasst die Lage zusammen. Erschöpft, entwurzelt, aber am Leben. Der Libanon, ein Land, in dem in den vergangenen zwei Tagen so viele zu Vertriebenen wurden. Überall, rund um die Hauptstadt Beirut, aber auch in anderen Landesteilen, werden Parks, Schulen oder Sportstätten zu Auffanglagern. Ein paar Menschen hier wollen uns ihre Geschichte erzählen. Es ist alles so furchtbar, wirklich schlimm. Da, wo wir herkommen, konnten wir einfach nicht bleiben. Wir mussten uns auf den Weg machen, wir hatten keine Wahl. Alles ist besser als das, was wir erlebt haben. Um uns herum schlugen Raketen ein. Für die kurze Reise von unserem Dorf Basuriye haben wir 14 Stunden gebraucht. Es war schwierig, voller Schmerz, mit so vielen Hürden. Bilder des heutigen Kriegstages. Die Hisbollah feuert Raketen in Richtung Israel. Das israelische Militär bombardiert Gebiete im Süden des Libanon. Fliegt aber auch in Beirut einmal mehr einen offenbar gezielten Angriff auf einen Hisbollah-Kommandeur. Und doch, bei Israels Attacken kommen immer wieder auch viele Menschen zu Schaden, die mit der Hisbollah nichts zu tun haben. Was das bedeutet, in den Krankenhäusern des Landes, bekommt man dafür ein Gefühl. Es sind Massaker an Zivilisten und keine militärischen Attacken, wie sie behaupten. 90% der Verletzten hier sind Kinder. Ihre Verletzungen reichen von Verbrennungen zu Brüchen, offenen Brüchen. Es ist angsteinflößend und zeigt, wie grausam das alles ist. Wie geht es jetzt weiter im Libanon? Darüber entscheidet nicht etwa die Bevölkerung oder die Regierung, sondern die Hisbollah. Und natürlich Israel. Premierminister Netanyahu sagt heute, man dürfe nicht nachlassen und müsse den Feind weiter unter Druck setzen. Die Frage, wie sehr Israels zuletzt immer intensiver werdenden Schläge die Hisbollah bereits geschwächt haben, wird kontrovers diskutiert unter Experten. Ich glaube, die Hisbollah ist sehr geschwächt. Also dieser Angriff von letzter Woche, der kam sehr überraschend. Auch die jetzigen Angriffe zeigen, dass Israel die Hisbollah dauerhaft schwächen möchte. Dafür spricht auch, dass wir sehen können, dass die Hisbollah, aber auch Iran, der dahinter steht, recht ratlos erscheinen. Die Hisbollah möglicherweise ratlos, viele Menschen im Libanon hilflos. Um Hoffnungslosigkeit zu verhindern, müsste es einen Ausweg geben aus dieser schwierigen Lage. Doch wie genau dieser Ausweg aussehen soll, ungewiss. Ramin Sina berichtet für uns live aus der libanesischen Hauptstadt Beirut. Ramin, fast täglich tötet Israels Armee hochrangige Hisbollah-Offiziere und Anführer. Mit welchen Folgen für die Miliz? Ja, das ist schon ein schwerer Schlag für die Hisbollah. Die Kommandeure haben militärisch, strategisch die Richtung vorgegeben. Und dann waren Personen wie Ibrahim Akil oder Fuad Shukr, die durch die israelischen Luftangriffe getötet wurden, Personen, die schon bei der Gründung der Hisbollah, der Partei Gottes, Anfang der 80er Jahre dabei waren, die Hisbollah mit aufgebaut haben, die auch die Kredibilität hatten vor den jüngeren Kämpfern, dass sie in verschiedenen Jahrzehnten gegen Israel gekämpft haben. In den 80er Jahren, 2000, 2006, einige der Kommandeure waren auch Sayyids, das ist eine besondere Stellung im schiitischen Islam und die Hisbollah ist schiitisch geprägt. Auch der Anführer Hassan Nasrallah ist ein Sayyid und sicherlich waren auch diese Kommandeure für jüngere Kämpfer bei religiösen Fragen Ansprechpartner und ihre Aufgabe war sicherlich auch, die Ideologie weiterzugeben an die nächste Generation. All das fehlt jetzt und natürlich auch ganz viel Erfahrung bei Militärfragen. Aber wenn jetzt Zehntausende aus den Hisbollah-Hochburgen im Süden des Libanons fliehen müssen, wie wirkt sich das auf deren Unterstützung für die Hisbollah aus?
Also es gibt Tausende, die sind fanatisch, die folgen Hassan Nasrallah. Es gibt einen unglaublichen Kult um den Anführer der Hezbollah. Die haben auch gar keine Zweifel an der Strategie des Anführers. Dann gibt es Zehntausende im Süden des Libanon, der schiitisch geprägt ist. Die sind aber nicht zwingend Hezbollah-Anhänger. Die haben womöglich mal mit der Hezbollah sympathisiert. Aber viele von ihnen, die wollen keinen Krieg. Die haben vielleicht ihre Häuser wieder aufgebaut nach vergangenen Kriegen. Die sitzen jetzt aber schon wieder im Auto Richtung Beirut, sind womöglich obdachlos, wissen nicht wohin. Das große Problem, die Hezbollah ist ein bisschen im Dilemma. Sie kommt kaum raus aus diesem Krieg. Sie hat immer gesagt, sie hört erst auf, Richtung Israel zu feuern, wenn es einen Waffenstillstand in Gaza gibt. Aber der scheint sehr weit weg und so scheint keine Lösung in Sicht. Weder für die Hezbollah, noch für Israel, noch für die Zivilbevölkerung. Ramin, vielen Dank für diese Informationen und wir schalten gleich weiter vom Libanon nach Israel zu unserer Korrespondentin Hanna Resch in Tel Aviv. Hanna, du warst heute im Norden Israels unterwegs, den die Hezbollah ja ins Visier nimmt. Welchen Eindruck hattest du von der Lage dort? Man merkt auf jeden Fall, wie angespannt die Lage ist. Man hört die ganze Zeit Helikopter und Kampfjets über den Köpfen der Menschen hinwegfliegen. Man sieht auch immer wieder, wie der Iron Dome, das Raketenabwehrsystem von Israel, Raketen eben von der Hezbollah abfängt. Und da hört man auch die Explosionen. Allerdings funktioniert dieses Raketenabwehrsystem eben extrem gut. Das heißt, die Angst bei der Bevölkerung ist tatsächlich sehr groß. Trotzdem geht das Leben relativ normal weiter. Das heißt, man sieht Szenen von Menschen, die einfach in Cafés sitzen. Leute gehen mit ihren Hunden. Gassis. Es ist eine ganz andere Szene, als die wir aus dem Libanon sehen. Die Leute versuchen ihr Leben weitestmöglich fortzuführen und schaffen das auch durch dieses Abwehrsystem. Allerdings sind die Schulen im Norden weiterhin geschlossen. Das heißt, Familien mit Kindern bleiben weiterhin daheim. Dennoch, ein Großteil der Israelis scheint diesen Kurs der Regierung gegen die Hezbollah zu unterstützen. Aber es gab auch heute wieder Demonstrationen. Was ist da der Hintergrund? Ja, seit Beginn dieser extremen Angriffe auf den Libanon bzw. auf Hezbollah-Stellungen ist das so, dass tatsächlich jeden Tag vor allem Familienangehörige von Geiseln auf die Straße gehen. Es ist allerdings tatsächlich eine relativ kleine Gruppe von Menschen, auch wo tatsächlich unterstützende Personen auf die Straße gehen, die sagen, die Geiseln dürfen nicht vergessen werden. Jetzt über diesen Krieg, der jetzt im Libanon droht, darf man nicht vergessen, dass die Geiseln immer noch festgehalten werden, dass es zu einem Geiseldeal kommen muss. Und viele von ihnen sind auch unzufrieden mit der Regierung und mit Netanyahu, sagen, dass er diesen Deal schon vor Monaten oder vor Wochen auf jeden Fall eingehen hätte sollen und damit die Geiseln befreien, den Krieg in Gaza beenden und auch den Krieg im Libanon verhindern hätte können. Und das wünschen die sich bis heute. Deswegen gehen sie auf die Straße und fordern Netanyahu und die Regierung auf, eine diplomatische Lösung zu suchen. Aber danach schaut es gerade nicht aus. Hanna, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Und währenddessen beginnt heute in New York die UNO-Generalversammlung. Von ihrem Ziel, eine gewaltfreie Welt zu schaffen, sind die Vereinten Nationen auch im 80. Jahr ihres Bestehens zwar weit entfernt, aber aufgeben, dieses Ziel zu erreichen, keine Option. Das gilt für den Nahen Osten, aber natürlich auch für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Passend also, dass der ukrainische Präsident Zelensky gerade dort heute für seinen Friedensplan wirbt. Er selbst nennt ihn ja Siegesplan. Aber auch Zelensky weiß, dass sein Land von einem Sieg weit entfernt ist. Und zunächst vor allem ein Mann für Frieden mitgehen muss, Russlands Präsident Putin. Doch wie gesagt, wo, wenn nicht bei den Vereinten Nationen, sollte über Frieden gesprochen werden? Heribert Roth. Eine Mammutaufgabe für tausende Sicherheitskräfte in New York. Mehr als 130 Staats- und Regierungschefs an einem Ort bei den Vereinten Nationen. Der Aufwand rund um die UN ist deutlich zu spüren. Scharfschützen auf den Dächern, weiträumige Straßensperren. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Maßnahmen noch einmal deutlich verschärft worden. Der Auftakt der UN-Generaldebatte wird maßgeblich vom Krieg in Nahost bestimmt. Den Ton setzt zu Beginn UN-Generalsekretär Guterres. Emotionale Worte angesichts der Lage in Gaza und ganz aktuell im Libanon. Die Eskalation sollte uns alle alarmieren. Der Libanon steht am Abgrund. An die Menschen im Libanon, in Israel und auf der Welt. Wir müssen alles tun, damit der Libanon nicht zu einem neuen Gaza wird. Den Terrorangriff der Hamas vom vergangenen Oktober verurteilt er. Es gebe aber keine Rechtfertigung für eine so wörtlich kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes, so Guterres. Für US-Präsident Biden ist es der letzte Auftritt bei einer Generaldebatte. Sein Appell, die Vereinten Nationen sollten nicht resignieren mit Blick auf die zahlreichen Krisen weltweit.
Biden mahnt eine engere internationale Zusammenarbeit an. Auch er warnt eindringlich vor einer Eskalation im Libanon. An einem umfassenden Krieg kann niemand Interesse haben. Trotz der Eskalation ist eine diplomatische Lösung noch möglich. Das ist der einzige Weg, dauerhaft für Sicherheit zu sorgen. Zur Situation in Gaza: Biden drängt auf eine Waffenruhe und nennt eine Zwei-Staaten-Lösung als einen Weg zu Sicherheit und Frieden für Israel und die Welt. Die deutsche Außenministerin führt am Rande der Generaldebatte Gespräche für eine diplomatische Lösung des Nahostkonfliktes. Wir dürfen nicht in einen weiteren Krieg hineinrutschen, sondern wir müssen alles tun, dass es zu einer Deeskalation, gerade mit Blick auf die Situation im Libanon, jetzt kommt. Neben Nahost bestimmt auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Generaldebatte. In diesen Minuten ist Präsident Selenskyj Gast im UN-Sicherheitsrat. In dieser Woche will er seinen sogenannten Siegesplan vorstellen. Medien nennen bereits mögliche Inhalte: mehr moderne Waffen für die Ukraine sowie mehr Gelder für den Wiederaufbau. Russland kann nur zum Frieden gezwungen werden. Genau das muss passieren, Russland in den Frieden zu zwingen, weil Russland der einzige Angreifer in diesem Krieg ist. Knappe Antwort aus dem Kreml: der Krieg ende erst, wenn Moskau alle seine Ziele erreicht habe. Bedeutet für die Menschen der Ukraine also, dass sie nicht auf baldigen Frieden hoffen dürfen und der Krieg weitere Opfer fordert. Auch heute sind wieder Zivilisten getötet worden, als eine Gleitbombe in dieses Wohnhaus in Kharkiv einschlug. Die russischen Angriffe gehen fast ununterbrochen weiter und deshalb trainieren viele in der Ukraine für Rettungseinsätze oder sogar die Bergung von Todesopfern. Isabel Schajani hat solch ein Training begleitet. Wie viel Mensch werden Sie finden? Das ist ein Bergungstraining vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes in Kiew für Soldaten und Freiwillige, und zwar mit Plastikfiguren. Schnell verstehen wir, dass sie alle schon viele Leichen geborgen haben. Hier lernen sie noch mehr dazu. Wir wollen sie nach Hause bringen, damit sie ordentlich beerdigt werden. Wir übergeben sie dann den Verwandten, die auf sie warten. Larissa Borisenko birgt seit 10 Jahren gefallene Soldaten mit Hunden und ihrem Team. Diese Arbeit war immer gefährlich, die Arbeit von uns Freiwilligen. Wenn wir dort, wo sie schon angegriffen haben, aktiv sind, dann gehen wir sowieso ein hohes Risiko ein. Dann kann es aber sein, dass sie uns auch noch angreifen, wenn wir dort sind. Sie weiß genau, wovon sie spricht. Beim Bergen explodierte eine Granate. Ein gutes Jahr ist das her. Ich war schwer verletzt. Einige Tage war nicht klar, ob ich überlebe oder nicht. Ich war im Koma. Jetzt habe ich eine Behinderung zweiten Grades von diesem Krieg. Ich war 4,5 Monate im Krankenhaus, aber ich mache weiter. Kurz danach suchte sie weiter nach Gefallenen, obwohl sie noch an Krücken ging. Hier in Kiew war es heute am Nachmittag ruhig. Doch Kharkiv, wo so viele leben, griff Russland heute mit 8 Gleitbomben an. Auch diese 2 Hochhäuser in einem Wohngebiet. 3 Menschen sind nun tot, mindestens 31 verletzt. Und dann schwirren immer mehr dieser billigen, aber gefährlichen Shahed-Drohnen herum. Vergangene Nacht laut ukrainischer Luftwaffe 81. Der Schutz davor ist teuer. Die Ukraine zahlt ihn mit kostspieligen Raketen und dem Leben der Soldaten. Politikberater Mikola Davidjuk verfolgt die Politik, auch Selenskys, genau. Der Präsident versucht ja gerade diplomatisch mit dem sogenannten Siegesplan mehr Unterstützung zu erhalten. Davidjuk kritisiert den Westen scharf. Wir kriegen dann so ein leeres Papier wie das hier, ohne Versprechen. Und sie sagen dann einfach irgendwas, wie bei Wikipedia. Aus dem Papier kann man dann auch einen Flieger machen. Die Ukraine sagt dann, zur nächsten Verhandlung kommt ihr dann mit demselben Papier, ja? Die Zeit drängt, denn die Zahl der Soldaten, die sterben, steigt jeden Tag. Jeder ist sehr erschöpft und nervös. Und der Siegesplan? Ich hoffe, dass etwas passiert, dass ein Wunder passiert und dass es nicht so langsam vorwärts geht wie jetzt. In Kiew bettet Larissas Team vorsichtig das, was ein Mensch sein soll, in einen sogenannten Bodybag, eine Art Transportsack. Entlang der ukrainischen Front werden sie weiter nach Leichen von Ukrainern und Russen suchen. Im Krieg
und erst recht danach. Fragen dazu jetzt an Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend, Frau Major. Guten Abend. Dieser Siegesplan von Zelensky, der soll ja erst am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Biden in Gänze bekannt werden. Aber Sie waren kürzlich in Kiew und haben ihn darüber sprechen gehört. Was sind da die zentralen Bereiche? Also aus dieser Rede in Kiew und auch anderen Medienberichten kommt die Kernidee dieses Planes heraus. Also es soll ein Victory-Plan sein, ein Siegesplan, der de facto den Weg zu einer zweiten Friedenskonferenz am Ende des Jahres ebnen soll. Es gab die erste Friedenskonferenz im Juni in der Schweiz und die Idee ist jetzt, eine zweite Friedenskonferenz Ende des Jahres mit russischer Beteiligung zu haben. Zelensky hat das eben gesagt in dem Ausschnitt, den Sie gezeigt haben. Russland wird wahrscheinlich erst dann einsehen, dass es den Krieg beenden muss, wenn es keine andere Wahl hat. Also es muss militärisch mehr unter Druck gesetzt werden, um wirklich den Krieg zu beenden und ernsthafte Verhandlungen aufnehmen zu wollen. Und dieser der Siegesplan von Zelensky geht genau darum. Also die Elemente, die jetzt schon bekannt geworden sind, ist, dass beispielsweise die Freigabe von weitreichenden westlichen Waffen angesprochen wird. Also dass beispielsweise die Ukraine auf militärische Ziele in Russland zielen kann, wie Flugplätze oder Munitionsdepots. Und dass danach auch die Frage auf dem Tisch liegt, wie kann denn nach einem möglichen Kriegsende die Ukraine langfristig gesichert werden. Es ist die Frage von Sicherheitsgarantien, von einem möglichen NATO-Beitritt. Also das scheinen zwei zentrale Elemente zu sein. Einmal, wie kann man Russland wirklich unter Druck setzen durch weitere militärische Unterstützung? Und wie kann man dann langfristig die Sicherheit der Ukraine gewährleisten, etwa über Sicherheitsgarantien? Und ist zu erwarten, dass US-Präsident Biden, der diesen Plan dann präsentiert bekommt am Donnerstag, sich dann auch in diesem Sinne für die Ukraine einsetzt? Ganz ehrlich, das wissen wir nicht. Wenn er das tatsächlich machen sollte, also wenn er die militärische Unterstützung hochfahren würde, es ist auch noch die Rede von einer engeren Kooperation mit der ukrainischen Rüstungsindustrie. Und wenn er tatsächlich sich positiver zu einem NATO-Beitritt äußern würde, dann wären das politisch enorm starke Signale auch an die anderen westlichen Unterstützerstaaten, auch an die Europäer, dass man jetzt noch mal die Kräfte bündelt, dass man jetzt noch mal eine sehr starke Unterstützung für die Ukraine auf den Weg bringt. Denn die Lage gerade vor Ort in der Ukraine ist katastrophal. Das haben sie auch gezeigt mit den Angriffen auch Kharkiv. Also Russland eskaliert jeden Tag weiter und zerstört auch jeden Tag weiter die Lebensgrundlagen der Bevölkerung. Also da ist wirklich der Warnruf de facto, den Präsident Zelensky gemacht hat, der ist sehr, sehr dringend. Aber nach dem, was bis jetzt bekannt ist, wie stehen denn die Chancen, dass mit diesem Plan dann auch Russland zu Verhandlungen zu bewegen ist? Sie haben das eben in Ihrem Filmausschnitt gezeigt. Russland hat überhaupt kein Interesse daran. Es gibt Äußerungen von dem Kreml-Sprecher Peskow, der sagt, der russische oder die Spezialoperation muss zu Ende geführt werden. Die Sprecherin des Außenministeriums hat auch gesagt, dass es kein Interesse von russischer Seite gibt, an der Friedenskonferenz oder an anderen teilzunehmen. Und sie hat nochmal auf den Plan von Putin verwiesen, den er im Juni veröffentlicht hat, mit den Kriterien unter anderem, dass die Ukraine die vier Gebiete, die Russland annektiert hat, Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, als russisch anerkennen muss. Er hat nochmal gesprochen von Denazifizierung, also einem Elitenwechsel, einem Systemwechsel in der Ukraine und einer Demilitarisierung. Darunter versteht Russland eine Absage an die NATO-Mitgliedschaft, eine Neutralität und eine Begrenzung der ukrainischen Streitkräfte, dass sie sich de facto nicht mehr verteidigen können. Das heißt, Russland hält an diesen Bedingungen fest, die de facto eine Kapitulation, ein Diktatfrieden für die Ukraine wären. Also momentan spricht gar nichts dafür, dass Russland ein Interesse hat, den Krieg zu beenden. Und nochmal, wenn wir uns die Angriffe der letzten Tage ansehen, eskaliert Russland jeden Tag weiter. Und vor diesem Hintergrund, wie passt denn dazu die gerade wieder wiederholte Aussage von Bundeskanzler Scholz, nach wie vor keine Freigabe für den Einsatz bestimmter deutscher Waffen auf russischem Gebiet zu geben? Ich finde das sehr, sehr irritierend, weil bislang ja einer der Leitmotive der Bundesregierung waren, dass Deutschland immer im Verbund mit seinen Partnern handelt. Und diese Aussage jetzt zu treffen, bevor Zelensky überhaupt seinen Plan vorgestellt hat und bevor sich andere Partner, die Amerikaner oder die Briten oder die Franzosen geäußert haben, widerspricht doch eigentlich diesem Leitmotiv, dass man immer mit Partnern zusammenhandelt. Und vor allen Dingen gibt man damit ohne Not ein Druckmittel auf Russland aus der Hand. Man könnte ja auch signalisieren, wenn Russland nicht aufhört, die ukrainischen zivile Infrastruktur, Energieinfrastruktur, Kharkiv anzugreifen, dann könnten diese Waffen freigegeben werden. Also es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, warum
wir uns selber rote Linien zu setzen, während Russland immer weiter eskaliert. Wir haben es auch gesehen in den letzten 2,5 Jahren, selbst wenn sich die westlichen Staaten zurückgenommen haben und sich eigene Grenzen gesetzt haben, es hat Russland nicht daran gehindert, weiter zu eskalieren. Also es ist eigentlich eher wahrscheinlich so der geringe, der Zweifel, der dahinter steht, ob dieser Zelensky-Victory-Plan wirklich umgesetzt werden kann, wenn jetzt die westlichen Reihen schon so auseinandergehen. Einschätzungen von Claudia Major. Vielen Dank nach Berlin für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ein gelungener Start ins Amt sieht wohl anders aus. Keine 3 Monate ist Keir Starmer britischer Premierminister, aber laufend muss er zu Vorwürfen der Vorteilnahme Stellung beziehen. Egal, ob es um geschenkte Tickets für ein Taylor Swift-Konzert geht oder um geschenkte Tickets für Fußballspiele oder um geschenkte Kleider für seine Frau. Der Premier in Erklärungsnot. Das können auch nicht süße Katzenbilder mit dem neuesten Mitbewohner von Number 10 Downing Street überdecken. Weshalb Starmers Auftritt beim Parteitag seiner Labour Party heute mit besonderer Spannung erwartet worden war. Eine Chance, endlich mal konkretere Ideen für das Land zu präsentieren und so die Vorwürfe in den Hintergrund zu drängen. Ob ihm das gelungen ist, Annette Dittert. Das Wetter zur Begrüßung in Liverpool. So grau und gedämpft wie die Stimmung der ankommenden Labour-Mitglieder, die hier eigentlich ihren Wahlsieg feiern wollten. Aber die Bilder vom Einzug in die Downing Street scheinen dieser Tage Lichtjahre entfernt. Denn nur 2 Monate später sind seine Popularitätswerte so rapide in den Keller gestürzt, wie noch nie zuvor bei einem neuen britischen Premier. Das hat viel zu tun mit dem Kleid seiner Frau rechts von ihm. Ihre Garderobe wurde wie auch Starmers Designerbrillen von einem Parteispender bezahlt, wie die britischen Zeitungen jetzt herausfanden, womit der neue britische Premier gleich seinen ersten handfesten Skandal hatte. Der überschattete nun auch den Beginn des Parteitags. Die Kleideraffäre, kein echter juristischer Skandal, aber dennoch ein politischer Fehler, wie der Ex-BBC-Reporter Louis Goodall meint, der Labour lange begleitet hat. Keir Starmer ist besonders gefährdet durch solche Vorwürfe, weil er sich selbst immer als den moralischen Gegenpart zu den Tories verkauft hat. Gegen Johnson, den er als korrupt bezeichnet hat, was der auch war. Aber deshalb trifft ihn diese Story so viel mehr. Dementsprechend angespannt wirkte Starmer, als er dann die Bühne zu seinem großen Auftritt betrat. Kritik der rechten Presse, dass er bislang außerdem zu wenig geliefert habe, wies er gleich zu Beginn zurück. All dieses Geschrei, die übel gemeinten Ratschläge von Leuten, die weiter lärmenden Populismus verbreiten wollen, all das, es wird an mir abprallen. Starmer blieb fast trotzig bei seiner Linie, dass harte Zeiten bevorstünden, bat abermals um Geduld. Die Leute haben gesagt, wir können die Wahl nicht gewinnen, aber wir haben gewonnen. Die Leute sagen, wir können die nationale Erneuerung nicht liefern, aber wir werden sie liefern. Die Standing Ovations konnten aber kaum übertönen, dass Starmer wieder nicht verriet, wie er die Erneuerung der Nation denn konkret verwirklichen will. Wieder fehlte die mitreißende Vision. Starmer mag die große Bühne nicht. Wenn du ihn interviewst, woran glaubst du politisch? Dann weicht er aus. Er ist ein Bürokrat. Aber er muss den Leuten allmählich schon eine Richtung vorgeben, wo er hin will. Und das hat er bislang nicht getan. Erst Ende Oktober soll ein Haushaltsentwurf mehr Klarheit bringen. Bis dahin bleibt den Briten damit nur, ihrem neuen Premier weiter beim langsamen Drehen großer Räder hoffnungsvoll zuzuschauen. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Thorsten, bitteschön. Zwischen der Union und dem SPD-geführten Arbeitsministerium gibt es neuen Streit über das Bürgergeld. CDU und CSU werfen der Bundesregierung vor, mit viel zu wenig Geld im Haushaltsentwurf für 2025 zu planen. Die Ausgaben für die Sozialleistung könnten fast 10 Milliarden Euro höher liegen als offiziell angegeben. Das Arbeitsministerium widerspricht. Die Zahlen seien nicht nachvollziehbar und es werde mit falschen Annahmen gerechnet.
In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist die Polizei heute mit einer großen Razzia gegen Schleuserkriminalität vorgegangen. 400 Einsatzkräfte waren beteiligt. In Mannheim, Worms und bei Karlsruhe wurden Wohnungen durchsucht. 4 Haftbefehle wurden vollstreckt, gegen 3 weitere Personen Strafverfahren eröffnet. Die Bande soll Menschen aus vorderasiatischen Ländern und dem Kaukasus illegal nach Deutschland gebracht haben, wo sie vor allem für Baufirmen illegal arbeiteten. Eine weltweit straffe Geldpolitik und der folgende Börsenboom haben den privaten Verbrauchern im vergangenen Jahr wachsende Vermögen beschert. Nach Berechnungen der Allianzversicherung stieg das weltweite Geldvermögen um 7,6% auf 239 Billionen Euro. In Deutschland betrug der Anstieg knapp 7% auf gut 7,9 Billionen Euro. Mehr dazu von Markus Gürnel in der Frankfurter Börse. Das Geldvermögen der Deutschen ist damit sogar stärker gewachsen als im europäischen Durchschnitt. Vor allem, weil überdurchschnittlich viele in Deutschland in Wertpapiere investiert und dabei Gewinne gemacht haben. Dabei ist das nicht die Regel, gelten die meisten Deutschen doch als skeptisch gegenüber den Finanzmärkten. Die meisten Menschen hierzulande legen ihr Geld in Lebensversicherungen an und bei Banken auf Spar- und Tagesgeldkonten. Dies zeigt auch der Blick in die jüngere Vergangenheit. Laut der Studie ein Grund, warum die Deutschen über die Jahre ein deutlich geringeres Pro-Kopf-Vermögen aufgebaut haben als Menschen in anderen Ländern. Ständig auf der Suche nach einem halbwegs sicheren Schlafplatz. Hunderttausende wohnungslose Menschen leben in Deutschland in dieser Not. Wie viele genau, lässt sich nur schätzen. Doch aktuelle Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zeigen, dass das Problem gerade bei jungen Menschen immer größer wird. Wie Ihre ständige Suche nach einem Schlafplatz aussieht, das hat mittendrin in Augsburg Andreas Herz erfahren. Oh, bis später. Augsburg Zentrum, es ist Nachmittag. Eva und Tom brechen auf. Bis später. Sie sind 21 und 23 und wohnungslos. Das heißt, dass sie nicht auf der Straße schlafen, sondern immer versuchen, irgendwo unterzukommen. Ihr Ziel heute, ein Vorort der Stadt. Was ist da? Unser Kumpel. Da wo ich schlafe. Noch wissen sie nicht, ob es heute wieder klappt mit der Couch des Kumpels. Evas Hab und Gut in dieser Tasche. Spritzbesteck und kopiert da vorläufig aus, weil es, glaube ich, ist auch noch drin. Warten auf die Tram, Zeit für Druck. Tagsüber konsumieren, dann einen Schlafplatz suchen. Ein Leben, das viele tausend junge Menschen in Deutschland führen. Wie viele genau, keiner weiß es. Nicht weit entfernt beginnt Nicole Kodal ihren Dienst. In diesem Block das sogenannte Safe House. Ein Angebot von Stadt und Caritas für wohnungslose junge Menschen. Dienstübergabe mit der Kollegin. In der Frauen-WG war die Herdplatte wieder an. Das ist gefährlich. Wenn man jetzt nicht in der Wohnung lebt und die Verantwortung dafür hat, dann irgendwann ist es einem egal und dann muss man es erst wieder lernen. Und es gibt auch Klienten, die haben es gar nicht gelernt von zu Hause. Also tatsächlich sind wir froh, wenn die mit Messer und Gabel essen können. Hier kannst du bleiben, unbefristet mit all deinen Schwächen. Das Versprechen des Safe House. Ein Grund, warum sich junge Wohnungslose auf das Angebot einlassen. Auch Sucht wird akzeptiert. Waffen sollten sie abgeben, Alkoholflaschen, den Bedarf, den sie haben, Pfeifen, Grinder, alles, was dazugehört. Das schließen wir hier ein. Und wenn sie das brauchen, dann können sie es kommen und holen. Das ist ein Mädchen, genau, also eine junge Frau. Da ist jetzt hier das Messer drin. Okay. Das man schon mal gebrauchen kann, wenn man auf der Straße ist. Also, hat das Mädchen das als Schutz, Selbstschutz dabei? Mit Sicherheit, ja. Junge Frauen wie Eva sind besonders gefährdet. Für eine Nacht auf der Couch bezahlen etliche mit Sex. Und wer nicht mitspielt, droht auf der Straße zu landen. Schutzlos, sagt Eva. Ja, hab Schläge ins Gesicht bekommen. Auf die Backe. Viele Wohnungslose haben mit ihren Eltern gebrochen. Manche fliehen vor Missbrauch, andere werden rausgeschmissen, meist wegen der Drogen. So war es auch bei Eva, die für heute weiter auf die Couch des Kumpels hofft. Obdachlosenheime sind keine Option, erfahren wir im Safe House. Die Jungen fürchten das Umfeld dort, das Elend, wollen nicht dort enden. Und ja, Safe House in diesen Punkten hat mich schon weitergebracht. Und ja, so wie Termine bei Schuldnerberatung und ja, ich habe hier mehr erreicht als in den letzten 2 Jahren in meiner Wohnung, also nicht in meiner von Freundinnen. Hier hat sich jemand hübsch gemacht, das riecht man schon.
Das ist Burberry. Oh, Burberry, na dann. Na dann. Nicole Kodal führt in eine WG. 4 Plätze für Frauen, 8 für Männer. Die Nachfrage enorm, nach eigentlich Banalem. Das ist mein Bett. Bevor ich hierher kam, in so einer verlassenen Parkgarage, habe ich halt mein Bett aufgebaut. Und da habe ich dann so, ich glaube, 1 Jahr, 1,5 fast drin gelebt, geschlafen. Ist der Daniel da? Ja, der schläft noch? Okay, alles klar. Was wollten Sie mit dem Daniel besprechen? Ich wollte ihn fragen, wie es ihm geht und wie es mit seiner neuen Wohnung ist. Das ist nämlich unser erster Klient, der eine eigene Wohnung bekommen hat. Oh, stolz auf solche? Natürlich, natürlich. Super. Also ich werde auch dann mal mit ihm in die Wohnung gehen, einfach, und auch ihm natürlich noch ein bisschen unterstützen, ob er alles hat. Hilfe in allen Lebenslagen. Eigentlich müsste er das Safehouse anbauen, damit auch Eva und Tom nicht mehr auf die Couch des Kumpels hoffen müssen. Und bis jetzt ist ja noch schön Wetter, notfalls draußen hängen wir da. Sie haben Glück, die Couch ist frei. Doch der Kumpel von Eva und Tom will die Kamera nicht ins Haus lassen. Auch er ist drogensüchtig. Es sind hunderttausende Äpfel, die jedes Jahr, wenn der Sommer zu Ende geht, im alten Land bei Hamburg leuchten. Und so ist gerade die Ernte in vollem Gange im größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet nördlich der Alpen. Doch der Klimawandel macht auch hier den Landwirten zu schaffen, und deshalb überlegen sich einige, den traditionellen Apfelanbau im alten Land aufzugeben und umzustellen. Sophia Stritzel. Erntezeit im alten Land. Für sie ist die Region bei Hamburg berühmt. Doch zum Staunen bringt Jörn Meyer seine Kunden mit ihnen. Ja, die sind schon sehr verwundert auf jeden Fall. Also die fragen erstmal, wie die sind von hier aus Norddeutschland. Ich sage ja, die wachsen hier am Baum, sind reif, kann man so essen, sind süß und nein, echt. Und dann geben sie mal her, nehme ich mit auf jeden Fall. Seit 8 Jahren setzt der 33-Jährige nicht mehr nur auf Äpfel und Birnen. Denn auch bei ihm im Norden verändert sich das Klima. Fast jedes Jahr mittlerweile Hagel. Die letzten 5 Jahre hatten wir 4-mal Hagel. Das heißt halt, es ist halt immer dann gleich viel Ertragsverlust oder viel Gewinnverlust dann dabei. Denn für Äpfel wie diese mit Hagelschäden gibt es viel weniger Geld als für Unbeschädigte. 800 Aprikosen, Nektarinen und Pfirsichbäume hat Obstbauer Meier mittlerweile. Experimentiert auch mit exotischen Früchten wie der dreilappigen Papau. Die Sorten anpassen an das veränderte Klima. Dazu rät auch er, Biologe und Kaufmann Per Seipold. Denn tendenziell wird der Trend von Extremwetterereignissen, Starkregensituationen, wird zunehmen in der Häufigkeit und in der Intensität. Und auch die Zunahme von der Temperatur, von heißen Tagen und von warmen Tagen. Mit Folgen auch für seine Äpfel, Biobauer Klaus Blom in Niedersachsen. Der hat Sonnenbrand, der hat Sonnenbrand. Und woran liegt das? Ja, dass wir hier bis zu 45, 46 Grad am Apfel messen. Und das kann keine Haut ab, auch beim Menschen. Man verbrennt sich einfach. Wenn wir wissen, wenn wir in die Sonne gehen, dann müssen wir uns eincremen. Das kann der Apfel nicht. Seit fast 500 Jahren baut seine Familie hier in Gunderhandviertel Obst an. Blom schätzt, durch den Klimawandel erntet er rund 30% weniger. Der bringt auch neue Schädlingsarten in seine Felder. Und als Biobauer darf er keine Pestizide einsetzen. So dass ich 5 Hektar gerodet habe, also das sind die Kirschen, die ich gerodet habe. Und da gibt es kein Mittelchen für. Und für Netze und Hagelschutz und so, da bin ich zu alt für, das jetzt ganze, diese 30 Hektar da irgendwie einzunetzen. Das würde ich finanziell nicht schaffen. Trotzdem, er hält an seinen Äpfeln fest. Für Pfirsiche, sagt er, sei er dann doch zu alt. Und Stefan, Folgen des Klimawandels zeigen sich gerade nicht nur im alten Land. So ist es, Ingo. Dazu müssen wir mal in Richtung Golf von Mexiko und zum Ostpazifik schauen, weil dort haben sich nämlich 2 tropische Stürme gebildet und die bringen bis Sonntagabend eine ganze Menge Regen. Der Tropensturm Helene wird zum Beispiel über den Norden Floridas Richtung Alabama und Georgia ziehen und dort über 500 Liter Regen pro Quadratmeter bringen bis Sonntagabend. Zum Vergleich, so viel fällt in Aschersleben in Sachsen-Anhalt in einem Jahr. Noch schlimmer wird es südlich von Mexiko-Stadt.
Der Tropensturm John wird dort über 1000 Liter pro Quadratmeter bringen, also erhebliche Überschwemmungen aufgrund von zu hohen Wassertemperaturen. Kommen wir zu unserem Wetter, da ist auf jeden Fall soweit erstmal alles ruhig. Wir kriegen es heute Nacht mit vielen Wolken zu tun, die immer mal wieder Schauer bringen. Zwischendurch gibt es aber auch Auflockerungen im Südosten unseres Landes. Dort ist es weitgehend trocken. Dort scheint auch morgen noch am längsten die Sonne, während im Laufe des Nachmittags und am Abend der Regen von Westen her häufiger und auch stärker wird. Die Temperaturen heute Nacht gehen zurück auf 15 Grad in Nordfriesland bis 7 Grad am Alpenrand. Morgen tagsüber erwarten wir Höchstwerte von 16 Grad in der Eifel und bis zu 23 in Niederbayern. Am Donnerstag, da kriegen wir es dann verbreitet mit Regen zu tun, später Schauerwetter bei 19 bis 22 Grad. Am Freitag erwartet uns dann der erste Herbststurm in diesem Jahr. Stefan, vielen Dank für diese Aussichten und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Anschluss, im Ersten diskutiert jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen. Unter anderem mit dem früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg, Matthias Platzeck. Morgen begrüßt Julia Niharika Sensi dann an dieser Stelle. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.